dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Get in with the flow. Euer Fraps ist hier und zwar mit einem neuen kleinen Informationsvideo, Leute. Und zwar gibt es wieder Event-Wochenende und richtig fette Rabatte und Doppelgeld und RP in GTA Online, meine Damen und Herren. So, das Thanksgiving-Wochenenden-Boni geht von Donnerstag, also gestern, 26.11. bis Sonntag, 29.11. Dabei gibt es GTA Dollar doppelt und doppelte RP in allen Gegnermodi, inklusive in dem neuen Modus Running Back. Den neuen Spielmodus habe ich noch nicht ausprobiert, aber Leute, ich habe gehört, der soll richtig pervers sein. Und, muss man auf jeden Fall gesehen haben, Leute. Dann gibt es auf jeden Fall noch 40% auf die Spiele und die Sachen, die man sich im Rockstar Games Shop kaufen kann. Die sind ja super. Die muss man sich auf jeden Fall anschauen. Dann könnt ihr in Real Life als Merryweather-Angestellte rumlaufen. Also kauft euch auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, 40% darauf gibt es am 30. November, also der Black Friday. Nee, das ist der Montag, oder? Ja, das ist der Montag. Und ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Wenn man sich zum Beispiel jetzt GTA für den PC kauft, kriegst du $500,000 Bonus. Das wird dir gut geschrieben in GTA Online. Offline gibt's nichts, da kann man sich ja dann modden und so ein Scheiß. Also ist alles easy. Und es gibt dann einen Black Friday, Leute. Und in diesem Black Friday kann man dann, gibt's sehr, 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 sehr viel Bonus. Und zwar 40% auf alle Apartments und 25% auf alle Fahrzeuge. Das ist nur am Black Friday, der 27. November, Leute. Das gibt's natürlich auch auf die PS3 und Xbox 360. Das ist auch nicht immer zu erwarten, Leute. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall richtig krasse Gebäude und so ein Shit kaufen. Gibt's auf jeden Fall Rabatt. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel die Lowrider und so einen Scheiß kaufen, wenn ihr die noch nicht habt. Ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig interessant, Leute. Und dann gibt es noch doppelt RP und so, habe ich ja schon erzählt. Und wie gesagt, Leute, kauft euch alles auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall alles richtig interessant. Und dieser neue Spielmodus Running Back, Leute, eventuell werde ich am Samstag wieder mal streamen. Dann können wir den vielleicht zusammen mal ein bisschen rumpimmeln. Und was ich noch sagen wollte ist, Leute, und zwar habe ich einen Clash of Clans Clan. Viele von euch wissen das vielleicht von meinen, what the fuck, von meinen anderen Videos. Aber Leute, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir ein paar sehr, 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 sehr starke Leute suchen in unserem Clash of Clans Clan, Leute. Das heißt, was heißt sehr stark? Entweder ihr seid Rathaus 8 und seid fast komplett fertig, oder ihr seid Rathaus 9. Ihr solltet mindestens sehr lange Clankrieg-Erfahrung haben, so dass man nicht jeden von euch ausbilden muss, was erst zu tun ist. Also jeder sollte wissen, was zu tun ist. Wir arbeiten im Gegnersystem, das heißt, wenn man Level 8 ist, Platz 8, muss man Platz 8 angreifen, bla bla bla. Sollte euch bekannt sein, wir sind zurzeit 6 Leute, das sind alles nur Real-Life-Kollegen. Und wir haben die anderen hier rausgeschmissen, die waren alle zu inaktiv und so ein Scheiß. Der Clan heißt Silent Flames, ich blende euch die Scheiße hier alles nochmal ein. Ihr könnt euch da drunter finden in dem Clankürzel von Hashtag PG29JUUY, Leute. Schreibt dann, warum ihr in den Clan rein wollt und warum, also einfach warum ich euch annehmen sollte in diesen Clan. Und wir werden dann auf jeden Fall einen Clankrieg dann starten. Ihr solltet, wie gesagt, alle stabil sein, solltet direkt clankriegfähig sein. Und ja, Leute, im Grunde war es das eigentlich auch schon von mir. Lasst mir ein Like da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Auf jeden Fall noch ein Abo. Haut rein, get in with the flow. Euer Fraps. Ciao.